14 Jahre hast du so ein teuer Diener. Die Logitech MX 15 war so ein langer Lebensabschnitt, in dem er sie mir begleitet hat. Aber irgendwann kommt immer das Ende. Du hast alles gegeben. Ob es Counter-Strike Source war. Aber es wird Zeit für was ganz Neues. Die G502 Protoss Spectrum von Logitech ist jetzt in meinem Besitz. Natürlich eins traurig zu sagen, weil mir hat die MX 518 natürlich immer sehr gut gefallen. Sie hat wirklich mir treue Dienste geleistet. Nur leider muss man halt sagen, nach 14 Jahren kam halt schon langsam die Macke. Und man muss sagen, 14 Jahre, dass eine Maus haltet, ist schon eine lange, lange Zeit. Aber nach einem ganz qualvollen Schieröffnen dieser verdammten Verpackung schaffe ich endlich, das Ding endlich mal rauszuholen, oder? Ja. Oh, meine Güte. Oh, da ist sie. Ja, Form ist streitbar. Ist halt so an sich Sache. Manche gefällt's, man gefällt nicht. Mir gefällt sie auf jeden Fall. Was ich auch richtig positiv an dieser Maus ist, das sieht ja unten rechts auf dem Boden liegen, aber darauf werden wir gleich kommen. Sie hat mindestens 8 Knöpfe zur Verfügung. Man kann verschiedene DPI-Einstellungen mit erfahren. Ihr seht, man kann normal, und wenn man hier drauf drückt, dann gibt es einen schnellen Modus des Rades, was eigentlich auch positiv ist. Aber sie hat sehr viele Knöpfe, wo man sagen tut, wo man verschiedene Spiele jetzt auch mit Knöpfen belegen kann, mit Hotkeys und sowas wie zum Beispiel StarCraft oder Warcraft 3 oder noch zigtausend andere Spiele. Auf jeden Fall, ich finde, es ist alles sehr hochwertig gemacht. Es ist schön Farbe, es fühlt sich schön an, und das ist das, was ich gemeint habe. Da sind Gewichte drin, Leute. Man kann sozusagen in der Maus, es sind jeweils immer 3,6 Gramm Gewicht, und man kann sie einbauen in die Maus, dass man sozusagen eine bessere Stabilität bekommt, dass es so ein besseres Grappling angeht. Ist es schwer zu erklären, auf jeden Fall, dass man ein besseres Gefühl hat für diese Maus. Sie ist auch schon so ohne Gewicht gut, aber ich habe trotzdem 3,6 Gramm reingemacht, wo ich finde, ah, das ist doch jetzt besser, indem man das Feeling ist. So, das seht ihr hier drin, da kann man das natürlich reinmachen. Wunderschön. Ich weiß nicht, mir gefällt sie richtig gut. Sie liegt auch sehr gut in der Hand für mich. So, natürlich diese Schnelleinleitung. Am besten tut man auch die Logitech Gaming Software runterladen, weil da kann man dann speziell alles einstellen, was die Maus betrifft, ihre DPI und alles. Und jetzt als kleiner Vergleich, die MX 518, meine alte, und die G502 nebendran. Und natürlich hier eine kleine Spielerei mit dem Logo, wie ihr seht, wo sich die Farben verändern. Ob man es haben muss oder nicht, ist ein schönes Design, aber trotzdem Dankeschön fürs Einschalten bei diesem Unboxing, und euer Davy. Tschüssi, Kowski.